Hallo Seekräuter und willkommen zu diesem Ausblick-Video. Alles Work in Progress diesmal, aber mit ganz neuen Inhalten natürlich versehen. Und zwar wurden gestern und heute italienische Kreuzer und ein paar Premium-Schiffe vorgestellt, die ich euch natürlich kurz mal zusammenfassen möchte. Fangen wir zuerst an. Hier ist die Eritrea. Das wird das neue T1-Schiff der Italiener werden. Ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wissen ein bisschen was über die Grundcharakteristik der Schiffe, die ich euch jetzt gleich ein bisschen näher bringen will. Wir wissen im Moment noch nichts zu den Kalibern. Wir wissen noch nicht, wie schnell die sein werden, wie weit die sichtbar sind, also eine ganzen Geschichten. Wie die Nachladezeit sein wird, wissen wir nicht konkret. Es heißt bis jetzt nur, sie werden langsam schießen, aber dafür in einer Salve relativ viel Schaden machen. Das ist die Aussage dazu. Gehen wir mal kurz weiter. Hier ist schon der T2-Schiff, die Nino Bixio, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. Ich versuche das jetzt möglichst italienisch rüberzubringen. T2-Schiff, vorne zwei Kanonen, kann man schon mal gut sehen. Viel mehr ist jetzt hier erstmal nicht. Ich glaube, hier in der Mitte, da haben wir einen Torpedowerfer. Ja, die Torpedos bei dem Schiffchen, bei den Italienern, werden eine lange Reichweite haben und langsam schwimmen. Der Schaden wird sich wahrscheinlich im Rahmen halten, also irgendwo so mittelgroßen Schaden verursachen nur. Es wird aber noch ein paar Besonderheiten geben, die jetzt hier mit den italienischen Kreuzern ins Spiel eingeführt werden sollen. Und dazu möchte ich euch dann noch ein paar Details nennen. Also das hier ist wie gesagt T2. Gehen wir weiter auf die Taranto T3. Das wird jetzt schon ein bisschen besser. Erinnert mich so ein bisschen an... Ja, das ein oder andere Schiff, was schon im Spielchen ist hier bei den Kreuzern, ist irgendwie, das sieht jetzt nicht so ganz italienisch aus, wie ich persönlich finde, aber ja, so San Luis ähnlich sei jetzt einfach mal ein bisschen anders, klar, aber hier haben wir Einzelwerfer, wenn ich das richtig sehe, ein einzelnes Rohr ist hier so ein bisschen das Besondere. Ja, schauen wir mal weiter, das ist dann hier T4, Alberto da Giussano. Hier haben wir da auch schon das markante weiß-rot, die weiß-rote Lackierung oben drauf. Ich hoffe, dass das bei allen italienischen Schiffen dann auch der Fall sein wird, dass das halt auch auf die niedrigen Tierstufen dann auch so eine Markierung geben wird. Und hier kommen wir dann schon ein bisschen mehr in diese typisch italienischen Stil mit diesen ganz engen Doppelrohren, die auf Turm 1, Turm 2 und so weiter dann verfügbar sind. Hinten haben wir wohl auch zwei Türme, wenn ich das hier richtig sehe. Viel mehr kann man da ja noch nicht deuten. Da haben wir Doppeltorpedowerfer wahrscheinlich an jeder Seite, da ein, jeweils zwei Torpedos. Das Besondere bei den italienischen Kreuzern wird sein, dass sie keine HE-Granaten haben und damit nicht in der Lage sein werden, Brände auf anderen Schiffen zu verursachen. Was sollen die denn dann haben? Die werden zwei Granatentypen haben, und zwar einmal die Standard-AP, die wir schon kennen, und die ja auf jedem üblichen Schiff im Moment in World of Warships oder nahezu jedem World of Warships Schiff verfügbar ist. Und dann wird es die neue Semi-AP geben und die hat besondere Eigenschaften. Das erste ist, dass sie keine Overpens verursachen kann. Also sie kann nicht durchschlagen und gar nicht explodieren, also nur 10% Schaden verursachen. Das kann bei der Semi-AP nicht passieren. Sie hat bessere Abprallwinkel. Wir wissen ja jetzt ja die Standard-Abprallwinkel von der AP-Granate. 0 bis 30 Grad Abpraller, 30 bis 45 Grad Chance auf Abpraller, das wird mit der Semi-AP deutlich besser werden. Hieß es zumindest in den Community-Streams. Und ja, damit ist es dann einfach aus allen möglichen Lagen Schaden auf Schiffen zu verursachen. Ich hatte schon bereits gesagt, dass sie kein Feuer verursachen können, aber sie machen mehr Schaden als HE-Granaten, denn sie liegen irgendwo dazwischen. Zwischen AP und HE. Sie machen nicht so viel Schaden wie AP, also vom Potenzial her, vom Alpha-Damage her, aber sie machen mehr Schaden als die HE-Granaten im vergleichbaren Kaliber. Und das nächste, was man noch dazu sagen kann, ist, dass die Penetrationswerte, also die Granate, wie viel Power, wie viel Millimeter Panzerung sie durchdringen können, größer ist als bei HE, aber geringer ist als bei AP. Das ist halt Semi, ne? So ein bisschen was von beidem, sage ich jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall werden die Italiener einen komplett neuen Munitionstypen erhalten, der das Spiel nochmal interessanter macht, weil viele von euch da draußen ja auch schon sagen, hey, wir haben zu viel Brände im Spiel und so weiter, und der HE-Rework ist ja eh schon am Laufen mit diesem IFAE-Veränderungen und so weiter. Und ja, möglicherweise
hat Wargaming jetzt so ein bisschen erkannt, dass wir nicht noch mehr Feuer in World of Warships gebrauchen können. Also müssen wir da etwas verändern, auch wenn der 50% Nerf bei IFAE wohl so nicht kommen wird. Aber ja, machen hier eine andere Herangehensweise. Und nachdem wir jetzt lange auf T4 geguckt haben, gucken wir uns jetzt mal T5 an. Und der Dampfer, der erinnert jetzt schon sehr an die Duca d'Aosta, bloß dass wir eben hier T5 haben, nämlich die Monte Cuccoli. Ja, so wird der Dampfer heißen und zumindest Stand jetzt. Und ja, kann man eigentlich sagen, ist eine andere Art von Duca d'Aosta. So würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Auch hier haben wir ja Torpedos, das hat die Duca d'Aosta auch. Also ganz interessant. Springen wir direkt zu T6, nämlich die Trento. So ist das wohl, wie es ausgedrückt wird. Ich finde das einfach nur lustig. Sehr angenehm. Ich bin ja ein Italiener-Fan von den Schiffen, die schon im Spiel sind. Und die mag ich sehr. Und ja, das wird hier mit den Schiffen dann nicht anders sein. Hier sieht es mir so aus, als ob es hier auf jeden Fall eine Kalibererhöhung gibt. Wenn ich mir das angucke, T5 sind die Rohre noch relativ klein und dünn. Und hier sind sie ein bisschen dicker. Ist zwar kaum zu erkennen, aber sie sind, sind auf jeden Fall wahrnehmbar. Ich vermute, dass das hier noch 152 mm sind, sondern und das hier dann halt langsam hochgeht auf 203 mm wahrscheinlich. Ist rein nichts Genaues, weiß man nicht. Daten sind im Moment, wie gesagt, sehr spärlich oder gar nicht vorhanden. Aber es wird eben noch was ganz Besonderes geben bei diesen Kreuzern. Ich vermute dann auch ab der T6-Ebene, weil viele Technologien oder Möglichkeiten eben erst auf T6 eingeführt werden, nämlich die Fuel Smoke-Technologie. Das ist also so was Ähnliches wie die Nebelwolken von den Commonwealth-Schiffen, also wie die Pearls zum Beispiel, diesen Schleichnebel hat. Man fährt Viertel Kraft und dann sitzt man aber ständig im Nebel und kann damit aber weiterfahren. Und hier, der Fuel Smoke wird einen anderen Ansatz bieten, nämlich aus Höchstgeschwindigkeit kann man hier nicht instant, sondern mit 5 bis 10 Sekunden Zeitversatz Nebel zünden. Der nennt sich dann eben Fuel Smoke, der besteht aber nur 30 bis 40 Sekunden. Je nach Tierstufe und je nach Balancing, nach dem Work in Progress hier, ja, wird es dann, wenn er denn den überhaupt dann noch gibt, aber es soll eben dafür sorgen, dass man bei höchster Geschwindigkeit voll nebeln kann, also in einer Nebelwolke sich befindet, nicht entdeckt und nicht aufgeschaltet werden kann. Es sei denn, man ist dann halt in dieser Entdeckungsreichweite und so weiter. Aber man kann sich erstmal ja, der ganzen Geschichte so ein bisschen entziehen und trotzdem bei voller Geschwindigkeit weiterfahren für 30 bis 40 Sekunden. Das ist eine ganz interessante Sache, die ein komplett, ja, doch schon ein Stück weit anderes Gameplay ermöglicht. Ne? Also man kann auch sich in großes Risiko begeben, gegenüber von Breitseite zu einem Schlachtschiff möglicherweise fahren und dann mehrere Salven oder zumindest ein, zwei Salven abfeuern. Und dabei nicht aufgeschaltet werden, wenn man nicht gerade irgendwie einen DD in der Nähe hat, der ihn dann wieder aufmacht mit der Erkennbarkeit, weil die Erkennbarkeit im Nebel ja größer wird, ne? Wenn man Geschütze abfeuert und so eine ganze Geschichten. Denkt mal, das muss man hier auch noch mit reinnehmen. Ja, all das wird also die Italiener definitiv zu einer spannenden Nation machen. Ja, ich denke, dazu habe ich erstmal schon mal einiges gesagt. Gehen wir mal weiter zur Zara. Die Zara T7-Schiff sieht dann schon aus wie so ein, ja, ein kleines Schlachtschiff fast, so von dem Foto her. Hier fehlt die weiß-rote Lackierung hier vorne, das fällt mir sofort auf. Und auch hier haben wir dann hinten und vorne jeweils zwei Geschütztürme. Bei dem Schiff hier haben wir auch zwei, ne? Ja, zwei. Okay, da gibt es jetzt doch nicht so große Unterschiede. Ja, und auch wieder Torpedowerfer hier an der Seite. Müssen wir mal gucken, was sich hier dann weiterentwickelt. Und dann kommen wir schon zu dem T8-Schiff, ja, die Verona. Die hat dann schon wieder weiß-rote Lackierung. Also ich denke mal, das werden sie mit der Zeit dann für alle italienischen Schiffe, weil das ist ja so ein Markenzeichen, dann einsetzen. Hier haben wir dann hinten einen Geschützturm, vorne zwei. Dann haben wir aber schon überall drei Rohre drauf. Wahrscheinlich wird das bei den hinteren genauso sein. Auch hier Torpedowerfer, hier wahrscheinlich vier Stück an der Zahl, wenn ich das so richtig sehe. Und hier sieht man auch eine relativ interessante, ja, Zusatzgeschützanordnung. Hoffentlich mit einer guten Flak, das wäre ganz cool. Wobei man ganz klar sagen muss, dass bereits verlautbart wurde, dass diese italienischen Kreuzer kein Hydro, kein Radar und kein defensives Flakfeuer haben werden. Also auch so ein Punkt, kaum zusätzliche Verbrauchsmaterialien, außer wahrscheinlich eine Reparaturmannschaft, eine Wendigkeit, halt diesen Fuel Smoke, was wir eben schon besprochen haben. Ja, und dann eben die Wahl mit diesem Semi-AP. Da bin ich sehr, sehr, sehr drauf gespannt, wie da die Abprallwinkel sein werden und so eine Sachen, weil das muss ja quasi noch komplett entwickelt werden, denke ich mir. Wird aber sicherlich ein sehr interessantes Gameplay geben.
ja, in Verbindung mit diesen Fuel Smoke-Geschichten, könnte spannend werden, um es mal so auszudrücken. So, und dann kommen wir zum T9-Schiff, nämlich die Torino. Ja, sieht mir ganz klar nach einer Weiterentwicklung des T8-Schiffs aus. Hinten sind dann zwei Türme, vorne sind es jetzt zwei Türme. Auch hier wieder die markante Lackierung. Die Brücken sind ja hier auch immer relativ typisch italienisch designt, sage ich jetzt mal, mit diesem Turm. Das sehen wir ja auf der Roma schon so ähnlich, mit diesem halbrunden Turm. Und auch hier Torpedowerfer vorhanden. Ja, mehr kann ich leider nicht zeigen, ne? Das ist halt ein festes Bild, ist kein 3D-Bild in dem Sinne, also wo man hier irgendwie noch rumscrollen könnte. Es stehen noch nicht im Hafen, die Dinger, leider. Ja, und dann kommen wir schon zum T10-Schiff. Und da gibt es dann nochmal eine Steigerung. Da haben wir nämlich vorne drei Geschütztürme, A3-Rohre, und hinten nochmal zwei Geschütztürme, A3-Rohre. Ja, Flak ist relativ präsent vorhanden. Sieht mir so ein bisschen nach einer Wooster mit 203 mm aus oder sowas in der Art. Bloß ohne HE-Granate und mit einem Fuel Smoke. Ohne Verbrauchsmaterialien. Also, ja, ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das sich dann nachher noch alles umsetzen wird. Auch hier sieht das Kaliber relativ stark aus, also mindestens 203 mm, wenn nicht vielleicht sogar noch ein Tick mehr, wer weiß das schon. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, langsame Nachladezeit, dafür wird eine Salve relativ vernichtend sein, hieß es. Und was diese Kreuzer im Vergleich zu anderen schweren Kreuzern haben werden, ist eine sehr gute Wendigkeit. Das wurde jetzt auch schon hier verlautbart. Also, ja, man kann also gespannt sein, wie und ob das alles so kommt, aber das soll die Grundcharakteristik der italienischen Schiffe sein. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich noch was für euch, und zwar einen T10 Premium DD, die Paolo Emilio. Und das ist ein Schiff, das wurde zusammen erarbeitet mit den Community-Kontributoren, die vor einiger Zeit in St. Petersburg waren. Und da gab es dann halt so Vorschläge, auch Vorschläge zum Gameplay und so eine Sachen. Und man hat jetzt hier eine Grundcharakteristik. Man kann schon mal sehen, der DD ist ziemlich kurz, ja, ist knubbelig, ja. Vorne zwei Geschütztürme, zwei Rohre, hinten zwei Geschütztürme, zwei Rohre pro Turm. Und auch hier Torpedos, ja, eine ganz komische Anordnung von Torpedos. Das sieht hier mir nach vier aus wahrscheinlich, 1, 2, 3, 4, die man nutzen kann. Möglicherweise kurze Nachladezeit, weil es hieß, es ist ein Torpedo-Spammer. Er soll aber ein Flanken-DD sein, also wahrscheinlich schnell, gut in den Kurven, also wendig, so ähnlich wie die italienischen Kreuzer. Er hat Torpedos, die möglicherweise, Work in Progress, wir wissen es nicht genau, relativ schnell nachgeladen werden können. Dieser Zerstörer wird keine HE-Granaten haben, zumindest Stand heute, sondern Semi-AP. Ja? Ihr erinnert euch, ihr könnt damit keine Over-Penetrations machen. Ja? Das bedeutet, dass ihr gegen einen anderen DD massiv Schaden rauskloppen könnt. Ne? Weil der Dinger mehr Schaden als HE macht und weniger als AP. Also ich vermute, die Nachladezeit hier wird relativ lang sein auf diesen Kanonen. Jetzt einfach nur mal logisch gedacht, wir müssen ja irgendwo ein Balancing herführen bei der ganzen Geschichte. Wir sind zwar auf T10, aber ich denke mal, eine Nachladezeit von 5, 6 Sekunden werden da wohl schon nötig sein. Vielleicht sogar mehr, weil ich weiß jetzt schon, weil die Granaten eben so eine besondere Eigenschaft haben. Also müssen wir mal schauen, wie dann die Abprallwinkel sind, weil das ist ja dann noch was, wo man das ein bisschen steuern kann drüber. Die Flugkurven von den Projektilen soll ziemlich hoch, also ziemlich schlecht sein. Wird also nicht sehr angenehm sein, damit über große Distanz zu schießen. Ja, und dann halt Semi-AP, und wir haben halt so einen typischen Flanker-DD, sodass der viel über die Seite fährt und relativ schnell und knubbelig ist. Mehr haben sie dazu aktuell nicht gesagt. Wie gesagt, technische Daten fehlen aktuell noch komplett. Wenn ihr die technischen Daten, oder wenn sie die dann veröffentlichen, findet ihr die bei uns auf der Facebook-Seite natürlich. Da werden wir die Artikel dann wieder für euch übersetzen, und da findet ihr dann alle Sachen auf Deutsch, wo ihr dann halt euch nochmal einlesen könnt. Ne? Und dann gibt es noch einen letzten Kreuzer, den sie hier veröffentlicht haben, und zwar ein T5, die Genova. Das wird, ich vermute jetzt einfach mal, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Schiffe und wie die ganze Einführung der neuen Flotten so gelaufen ist. Es ist immer so gewesen, dass ihr irgendwo ein T5-Schiff erfarmen konntet über Direktiven. Jetzt weiß ich natürlich nicht, es ist jetzt super, super früh und ganz weit im Voraus und nur vermutet und so weiter. Aber es könnte natürlich sein, dass das hier irgendwann das Schiff wird, was ihr dann in der Direktive, ja, vielleicht erfarmen könnt, indem ihr Direktiven abschließt oder eine Sammlung vervollständigt oder was weiß ich. Ja, aber ich könnte mir das gut vorstellen.
Und ja, was mit dem DD nachher passiert, ja, möglicherweise Stahl, Kohle oder für Zurücksetzen eines Skillbaums, wenn das Naval Training Center kommt und so weiter, ja, weiß man nicht genau, ne? Hier ist auch klar zu erkennen, wir haben vorne zwei Türme, hinten zwei Türme, jeweils zwei Rohre drinne. Da haben wir Doppel-Torpedowerfer, 1, 2 und auf der anderen Seite werden es dann wahrscheinlich auch 1, 2 werden. Ja, ich verspreche mir da nicht zu viel von. Am Ende ist es ein T5-Schiff. Vielleicht sozusagen ein T6-Kreuzer, der auf T5 gebracht wird, sozusagen als Boni. Wird ja oft so gemacht, dass also höhere Tierschiffe einfach in einer anderen Version nochmal gebracht werden, ne? Ja, das ist das, was wir aktuell zu den italienischen Schiffen sagen können, was aktuell bekannt ist. Wenn da, wie gesagt, weitere Informationen ja, released werden, dann findet ihr die bei uns auf jeden Fall auf der Facebook-Seite und gegebenenfalls dann in dem nächsten Ausblickvideo oder einem der nächsten Ausblickvideos, wo wir uns dann nochmal genau die technischen Daten nach und nach reinziehen können. Ja, also in dem Sinne danke ich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, wie die Sache hier in Zukunft so aussehen wird und wie sie vor allen Dingen vom Playstyle her sein wird. Ich persönlich finde es ziemlich, ziemlich interessant, vor allen Dingen, dass sie nicht auf HE gehen, wo wir schon so viele Brände im Spiel haben, auch durch die Flugzeugträger mit den HE-Bomben und so. Ja, und die haben auf jeden Fall ein komplett eigenes Spielstil. Das denke ich, ist klar heraus zu lesen aus der ganzen Geschichte. So, in dem Sinne sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und wenn ihr wollt, schaut einfach in unsere anderen Internetpräsenzen nochmal so ein bisschen rein. Oben in der gelben Leiste findet ihr alle Informationen und die Links dazu gibt es unten in der YouTube-Beschreibung. Bis dahin, euer Sigrods-Team, euer Andi. Ciao, ciao!